Frische Luft, freier Atem. Für eine reine und gesunde Luft setzt sich die Lungenliga St. Gallen ein. Die Lungenliga ist eine Organisation, die sich ganz in den Dienst der Menschen stellt, die an Lungenkrankheiten und am Schlafapnoe-Syndrom leiden. Ein Film über die Arbeit der Lungenliga St. Gallen. Seit vielen Jahren ist die Lungenliga St. Gallen das Ostschweizer Kompetenzzentrum für die Therapie von Patienten mit dem sogenannten Schlafapnoe-Syndrom. Dieser Patient hat das Schlafapnoe-Syndrom. Er ist einer von 3000 Menschen im Kanton St. Gallen, die unter dieser Schlafkrankheit leiden. Die Therapie dieser Krankheit wird von Mitarbeiterinnen der Lungenliga betreut. Ein Lungenarzt aus dem Kantonsspital ist ebenfalls für Fragen vor Ort. Wer an Schlafapnoe leidet, bekommt keinen erholsamen Schlaf. Jede Nacht kommt es zu vielen kurzen Atemaussetzern, die durch die langen Striche hier sichtbar gemacht wurden. Die Maske muss sitzen, damit der Patient sie während der ganzen Nacht tragen kann und dadurch weniger Atemaussetzer entstehen. Das dazugehörige Gerät sendet einen Luftstrom aus, der die Atemwege während der Nacht offen hält. Die Fachleute der Lungenliga beraten die Patienten und zeigen ihnen, wie das Gerät bedient wird. Diese Therapie ist wichtig, damit der Patient am Tag körperlich und geistig leistungsfähig ist. Hier wird eine Jahreskontrolle der Schlafapnoe-Therapie per Videokonferenz durchgeführt. Der Arzt spricht mit einer Patientin aus Heerbrugg. Er beantwortet ihre Fragen. So muss die Patientin aus dem Rheintal nicht extra nach St. Gallen fahren. Bei der COPD verschlechtert sich die Leistung der Lunge laufend. Die Patienten bekommen Sauerstoff. Dadurch verbessert sich ihre Lebensqualität. Die Betreuerinnen helfen den Betroffenen im Umgang mit der Krankheit. Sie kontrollieren und warten die Geräte regelmäßig. Um mobil zu bleiben, gibt es heute Flüssigsauerstoff für unterwegs. Der Flüssigsauerstoffbehälter kann einfach zu Hause gefüllt werden. Die Lungenliga St. Gallen ermöglicht COPD-Betroffenen, sich regelmäßig zu treffen. Sie organisiert Vorträge und Ausflüge. Der Austausch ist gut fürs Gemüt und hilft, die Erfahrungen weiterzugeben. Vor 100 Jahren erkrankten viele Menschen an Tuberkulose. Viele starben. Aus dieser Not heraus wurde die Lungenliga gegründet. Noch heute betreuen Fachpersonen der Lungenliga St. Gallen jährlich rund 30 Tuberkuloseerkrankte und ihre Angehörigen. Auch Personen, die mit Tuberkulosebetroffenen Kontakt hatten, werden von der Lungenliga getestet. Für lungenkranke Menschen bietet die Lungenliga ein spezielles Training an.
Die Patienten werden von Lungenärzten und Therapeutinnen im Kantonsspital St. Gallen betreut. Der gesundheitliche Fortschritt wird laufend überprüft und es werden neue Ziele gesetzt. Für Kinder mit Asthma organisiert die Lungenliga Schwimmkurse. Die feuchte Luft erleichtert die Atmung und das Schwimmen macht Freude und fit. Auch in der Vorbeugung von Krankheiten engagiert sich die Lungenliga. Rund 3000 junge Menschen erhalten so im Kanton St. Gallen Informationen zum Thema Tabaksucht und werden für ein rauchfreies Leben motiviert. Diese jungen Erwachsenen nehmen am Wettbewerb Rauchfreie Lehre teil und verzichten damit während mindestens einem Jahr auf Tabak. Die Lungenliga St. Gallen wird sich weiterhin mit einem breiten Angebot für eine verbesserte Lebensqualität einsetzen. In der Vorbeugung für gesunde Atemluft und in der Betreuung von lungenkranken Menschen.